Easy war bereit. Ich war bereit zu arbeiten. Er brachte uns mit dem legendären Ingenieur Donova, The Dirt Biker Smith, in das Audio Achievement Studio in Torrance, Kalifornien. Das ist das Studio, in dem ich Alan, W.A. und Ruthless. Unser erstes Projekt war die Produktion eines Weihnachtsliedes. Er sagte uns, hör zu, ich habe ein Weihnachtslied. Ich fragte ihn, Weihnachtslied? Er sagte, ja, ein Weihnachtslied mit dem Klang von 20 traditionellen Weihnachtsliedern in einem Lied. Sie können keine Proben verwenden, es muss vollständig original sein. Unser erstes Projekt war es also, ein Weihnachtslied zu komponieren. Ich, meine Freunde von Madness 4 Real und ein Kollege aus Dänemark namens Dr. Jam haben angefangen, das Lied zu machen. Wir konnten nicht glauben, dass Easy wollte, dass wir ein Weihnachtslied mit Gangmitgliedern machen. Das war für uns schwer zu verstehen. Wir haben angefangen, das Instrument zu bauen und Easy E hat alle von Ruthless Records eingeladen, auf dem Song aufzunehmen. Die Little Skills Art Barn Clan, die später zu Black Eyed Peas wurden und verschiedene Künstler. Das Lied war sehr leise und es ist etwas Traditionelles, das wir jedes Jahr hören. In Los Angeles spielen sie eine Scheiße. Dieses Lied ist Teil unseres Erbes.